Und damit herzlich willkommen zum nächsten Let's Play. Nein, natürlich nicht Let's Play. Das ist das 100 Abonnenten-Special, kann man schon so sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das wirklich als Abonnenten-Special ansehen soll. Aber wir spielen jetzt nach Call of Duty Black Ops das männlichste Spiel ever. Weil nach Black Ops dachte ich mir einfach, das ist doch für Mädchen als Spiel. Das ist für so ein richtig männliches Spiel. Und da dachte ich mir, Hello Kitty Online ist echt das Beste, was man in dieser Situation machen kann. Also dann würde ich jetzt mal sagen, treten wir schon ein. Ich spiele auch in den Fenstermodus, weil wenn ich auf Vollbild gehe, dann flackert so stark, dass ich fast einen epileptischen Anfall bekommen hätte. Deswegen empfehle ich das nicht. Ich weiß nicht, woran das liegt. Vielleicht einfach nur, weil es eine 16-Bit-Dingens hat, aber ich glaube auch nicht, dass das jetzt wirklich das Problem sein wird. Auf jeden Fall Hello Kitty Online. Ich habe keine Ahnung, was ich zu diesem Spiel sagen soll. Ich wusste gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Bis vor einer Woche, als ich das mal nur gelesen habe. Da dachte ich mir, machen wir es einfach mal, weil es ist bestimmt lustig. Und ich nehme auch mit Fraps auf, weil Dexter kennt das Spiel irgendwie nicht. Aber ganz ehrlich, wenn ich Dexter wäre, würde ich das auch nicht erkennen wollen. So, also erstmal verabschiede ich mir jetzt von meiner Männlichkeit. Tschüss! Ich sehe dich in einer halben Stunde wieder. Und dann können wir jetzt auch mal auf Play Now klicken. Ich habe es noch nicht angetestet. Ich weiß nicht, was es für ein Spiel ist. Ob das jetzt ein Action-Shooter ist oder ob das jetzt irgend so ein Rollenspiel ist oder was auch immer. Ich habe echt überhaupt keine Ahnung. Ich weiß nicht, worauf ich mich da einlasse. Ich habe die Lizenzbedingungen gelesen und bin mit den darin aufgeführten Bedingungen und Konditionen einverstanden. Da bin ich mir noch nicht sicher, aber ist mir auch scheißegal eigentlich. So, international oder Kanada. Magical oder Wonderful? Na, ich glaube ein bisschen Wonderful, oder? Und da sind überall wenig Spieler drin. Oh, ziemlich laut ist es auf dem Headset, ey. Oh. Und man kann sogar männlichen Charakter wählen. Das ist sogar der männliche Charakter. Wollt ihr mich verarschen? Wie sieht weiblich aus? Ja, gut. Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es männlich ist. Schaut mal die Augen an. Na, wir spielen auf jeden Fall weiblich. Weil ich auch so eine feminine Person bin. Geburtsdatum. Warum ist überhaupt Monat so riesig? Und Day so klein? Hä? Alter, ich verstehe das gerade nicht. Was ist denn das überhaupt? Alter, ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich da jetzt sagen soll. Ich gebe jetzt einfach meinen Namen ein. Zebrax LP heißen wir natürlich. So. Oder kann man. Das sieht doch sexy aus, oder? Muss sagen. Dann wir nehmen, glaube ich, das da. Oh. Ich glaube, wir lassen das so. Oh, für die Suren. Die sind doch alle hässlich. Dann nehme ich das da. Was ist denn das? Blutgruppe? Jetzt ohne Scheiß Blutgruppe. O-A-B-A-B. Was hat denn eine Blut... Also, ob ich meine Blutgruppe weiß, ich nehme es einfach mal A-B. So, Geburtsdatum, das ist Jahr, nee, das ist Monat, dann nehmen wir einfach mal den 31.05. Da habe ich auch in echt Geburtstag. Ja, können wir ja nicht angeben, warum da Day steht, da M und da nix. Ich habe keine Ahnung, ohne Scheiß. Vielleicht irgendein Fehler bei der Übersetzung oder eher, ach, keine Ahnung, das Spiel ist, glaube ich, an sich ein Riesenfehler. So, wir sind Zebrax, ich denke mal, das ist Level. Location Dream Karneval, ich denke mal, das sind unsere Level. Ach du Scheiße. Worauf lasse ich mich hier überhaupt ein? Warum ist die schöne Musik überhaupt aus? So, wir treten jetzt mal ein und ich setze mich mal gescheit hin. So. Loading. Also, das ist echt Qualität. Also, Qualität braucht auch seinen Preis. Deswegen ist das Spiel ja auch kostenlos. So, was ist denn das? Seit 76 bis 2009. Keine Ahnung. So, Satiro Games Presents Hello Kitty, glaube ich. Your adventure begins in a dream. Ach du Scheiße. Ist meine Aufnahme abgebrochen? Hat Fraps nicht mal verkraftet? Moment mal, ich muss da kurz gucken. Bis gleich, tschüss. So, und damit herzlich willkommen zurück. Anscheinend hat die Aufnahme gerade abgeschissen. Ich muss mal die umliegenden Fenster hier mal kurz schließen. So, jetzt sind wir wieder drin. Ihr habt wirklich nichts verpasst, ich habe einfach nur irgend so ein Video, war gerade weggeklickt, also keine Ahnung, warum die Aufnahme abgeschissen ist. Da hat Fraps auch keinen Bock mehr gehabt. Laggt aber ein bisschen, oder?
Ach so, das Deutsch übersetzt ist ja unfassbar, aber ich will das nicht lesen. Ah, wir müssen halt so rumlaufen. Ja, wir können laufen. Was ist das für ein Spiel? Ach, wir müssen da hin. Wo bist du schnell? Alter, ich bin die ganze Zeit hier rumgerannt. So schnell kann man das nicht nennen. Ich habe nicht mal den Weg gefunden. Daniel heißt er. Also zu dem passt der Name Daniel auch auf jeden Fall. So, es ist ganz einfach, nicht wahr? Ich will das nicht lesen. Wir müssen dahin. Ne, wir müssen zum Dream Room. Oh, zum Dream Room. Da will ich auf jeden Fall hin. Ich möchte nämlich auch ein bisschen träumen. Ach Gott, das erinnert mich ein bisschen an Habbo. Also die Lags, die kommen wirklich nicht von mir. Das ist wirklich schon so. Jetzt bist du nah genug. Klicke mit der rechten Maustaste auf My Melody. Wer ist My Melody? Irgendwo habe ich den Namen schon mal gehört. Okay. Oh, was ist das? Aufgabenbeschreibung. Das ist deine erste Quest. Mit My Melody haben wir ja doch. Haben wir die Quest gerade abgeschlossen? Hallo? Alter, was ist das für ein Scheißspiel? Was ist das für. Ich will doch annehmen. Eigentlich ja nicht, aber ich muss es doch. Hallo? Ich kann nicht mal schließen. Patching? Liegt es daran, dass ich noch nicht gepatcht habe? Weil da steht entweder Patching oder Spiel starten. Ich hab ungefähr 2 Stunden gepatcht und jetzt immer noch weiter gepatcht, da hab ich die Schnauze voll gehabt. Ach ne, wir müssen erstmal das machen, oder? Ja, das ist ja klar. So, also haben wir jetzt die Quest abgeschlossen, dann müssen wir jetzt noch reden. Ich glaube schon, oder? Alter, ich raff dieses Spiel überhaupt nicht, gell? Überhaupt nicht. Chit-Chat. Nein. Nein. Ich glaube, mehr als 10 Minuten werde ich da nicht schaffen, weil ich einfach keine Ahnung. Oh mein Gott, ich habe die ganze Zeit auch da drauf geklickt, aber jetzt klappt es erst. Geil. Siehst du, war gar nicht so schwer. Doch, eigentlich schon. So, jetzt haben wir es aber abgeschlossen. Geil. Ich freue mich. Ich freue mich wirklich. Ist es eine Torte? Ich will essen. Können wir aber nicht. Aber wir können zum Dream Room oder zum Dream Karneval. Gehen wir auf jeden Fall mal zum Dream Room 3. Ach, das ist auch immer das gleiche, nur in einer anderen Farbe, oder? Ich bin gespannt, wie ich das dann überhaupt mit den Rändern machen werde, weil das ist einfach eine Traumauflösung von 1024 mal 768. Warum muss ich mit solchen Idioten reden? Das möchte ich nicht. Ich kann nur nicht mal. Ich drücke auf rechte Maustaste. Es tut sich nichts. Ach, wir müssen erst auf Inventar klicken. Natürlich. Ah, jetzt muss ich das Zeug anziehen. Ey, Gott. Und jetzt muss ich auch noch da drauf gehen. Was ist denn das? Du hast einen Gegenstand bekommen. Ach, eine Hose. Nicht mit einem Spieler handelbar. Na super. Item Level 1, Verteidigung 500. Also wir können uns auch verteidigen, wahrscheinlich vor diesem Spiel. Weil das ist echt nötig. Aber ich glaube, da brauchen wir Milliardenverteidigung, weil das hält kein Schloss auf. Ich kann nur nicht mal schließen. Was ist das denn? Okay, ich bin mit Werkzeugen ausgestattet. Mit einer Schere, einer Axt und einer Spitzhacke. Alles klar. Alle Gegenstände sind. Super. So, jetzt können wir wegmachen. Geil. Ich höre auch nichts vom Spiel, also ich weiß nicht, ob das einen In-Game-Sound hat oder nicht. Ich muss mal ein bisschen mein Headset lauter stellen. Okay, es hat tatsächlich einen In-Game-Sound. Und ich bin ein bisschen verschnupft. Hört man vielleicht. Alter! Boah, dieses Klick! Alter, das hat mich gerade voll verjagt. So, also jetzt sind wir hier in dieser schönen Lag-Gegend. Wir empfehlen neuen Spielen, das Tutorial zu machen. Ja, das würde ich gerne machen. Okay. Jupp! Wo sind wir denn jetzt? To play the tutorial again, click on the help button on the minimap. Geil. Welcome. Also willkommen fühle ich mich jetzt nicht. Ah, da ist wieder unser Daniel. Daniel Düsentrieb. Hello, hello, hello. Welcome to the Dream Carnival. This magical place is full of magic things. You might get overwhelmed with one. Ach, scheiße, einfach drauf. Wir müssen mit dem Policeman reden. Ach, jetzt haben wir wieder eine Quest, natürlich. Keine Angst, mein Freund. Betrachte uns als Spaßpolizei. Ach du Scheiße. Warum mache ich das überhaupt? Warum beschmutze ich meine Festplatte damit? Mit 3 GB Datenmüll, kann man schon so sagen.
Also ich weiß nicht, wer dieses Spiel freiwillig spielt. Wahrscheinlich irgendwelche 6-7-jährige Mädchen. Ach, jetzt müssen wir wahrscheinlich mit den Polizisten reden, oder? Mit der Spaßpolizei. Ja, ich hab doch eine Quest angenommen oder ein bisschen abgelehnt. Alter, dieses Geräusch, wenn man auf so einen Typen klickt, ey. Alter, ich kotz gleich Rosen. So, also nochmal annehmen, jetzt nochmal zum Policeman. Slow down here, kiddo. Also, dann nennt man es ja noch Kiddo. What you need first of all is a guardian. Okay. Ja, machen wir einfach mal. Gibt's eine Karte? Es gibt keine Karte. M? Ich drücke auf M. Es gibt keine Karte. Warum bin ich hier zu langsam? Boah, das laggt wie Sau. Aber das liegt wirklich am Spiel. Alter. Was soll ich denn machen? Habe ich jetzt die Quest? Alter, ich habe sie doch angenommen. Jetzt habe ich es angenommen. Ah, da ist der Guardian. Dann nehme ich Bun Bun. Alter. Alter. Hoppity hopp, hopp. I'm a Guardian, Bun Bun. Pick me as your Guardian and, well, we have a grand time. Ja, das will ich hoffen. So, wir haben wenigstens $80 bekommen. So, full of questions sind wir. Also hier die ganze Map. Dann gehen wir erstmal zum Daniel, Düsentrieb. Also ohne Scheiß, mehr als bis 2 Uhr spiele ich dieses Spiel auf keinen Fall. Wir haben jetzt 1.43 Uhr. Und ich habe jetzt schon Lust auf alte 4 zu drücken. Ich habe erst gedacht, als ich das Spiel gesehen habe, oder als ich diesen Text gelesen habe, hätte ich nicht gedacht, dass es wirklich so schlimm ist. Ganz ehrlich. Hallo Friend, are you up for few rounds of Minigames? Alter, okay, mach mal einfach Scheiß drauf, wir müssen den Text nicht lesen, wir checken es auch so. Alter, vor allem, das ist alles auf Deutsch, der andere redet auf Englisch, der andere wieder auf Deutsch. Was ist denn für eine Scheiße? Oh, ein Geschenk, ich will ein Geschenk. Nein, eigentlich nicht, ja, schenk mir den Alt-F4-Button. So groß soll er jetzt Alt-F4 stehen. Okay, was sollen wir machen? Ich habe keine Ahnung. Alter, ey, die Übersetzung ist auch grandios. Einfach nur grandios. Und vor allem, wir sehen uns hier hinten noch nicht mal. Ey, Gott. Ich habe hier noch keinen anderen Spieler gesehen bis jetzt. So, was soll man machen? Soll man auf den Steg gehen? Oh, wir haben unseren Begleiter da. Wo sind denn die Quests? Aufgabenbuch. Talk to him again. Dream Constructor. Wo ist denn der? Ach, da. Okay, wir haben also ein Dream Fragment. So. Okay. Vor allem, ich kann noch nicht mal so gut Englisch eigentlich, ne? Also ich verstehe auch nicht jedes Wort. Ich benutze es einfach mal so eins. Dream Ticket. Ein Ticket? Wofür können wir das denn nutzen? Ach, wir können mit noch einem reden. Da, 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 da. Oh, let the games begin. Okay. Also das war das Spiel. Es hat mir sehr Spaß gemacht. Da oben ist so eine Minimap. Da oben ist ja eine Minimap. So, ach, minimieren. Aber maximieren können wir nicht. Doch, der Weltkarte. Geht wahrscheinlich nicht. Oder geht auch nicht. So, also das ist der Markt, das ist Hello Kitty Online. Alter, ich will ohne Scheiß wissen, wie lange ich jetzt schon aufnehme. Es kommt mir so vor wie eine halbe Stunde. Boah, die Musik. Was sollen wir machen? Haben wir irgendwas bekommen? Ne. $160 haben wir. Vor allem, das ist auch ein Spiel, was sich durch Cash finanziert. Wer gibt da Geld aus? Wer gibt da Geld aus, ey, ohne Scheiß. Sparkly Dust for you to follow. Collect each one and follow the trail. Achso, wir müssen auf jeden Fall weiter das erkunden. Ach, da ist ja was. Da kann man ja Quests abgeben. Ne, kann man Quests annehmen. Na super. Ach, das ist ein Spiel. Das ist ja wirklich ein Spiel. Das ist ja geil. Boah, ist es laut. So,
Ich hoffe, man sieht es in der Aufnahme, aber ich glaube es irgendwie nicht. So, also wir spielen jetzt auf jeden Fall Baseball. Also das finde ich wirklich cool. Was ist das? Okay. Okay, ich habe keine Ahnung. Alles klar. Ich raff gar nichts. Überhaupt nichts. Was ist das denn? Ich habe irgendwo drauf geklickt und das war's schon. Das ist ja ein Hammerspiel. Okay, okay, mach mal auf den Fußball. Bams. Alter. Wer hat so einen Scheiß entwickelt? Ich dachte, ich habe schon vieles gesehen in meinem Gamerleben. Schon so viel. Ich habe Polizeisimulator gespielt. Ich habe, was weiß ich, ich habe so viele Simulatoren gespielt. Aber trotzdem, das Spiel, das übersteigert echt mein Limit. Das übersteigert echt mein Limit. Das ist unfassbar, dass man sowas entwickeln kann. Unfassbar. Meine Nase läuft sogar schon weg. Scheiße, jetzt läuft meine Nase. So. Ach Gott. Hammer Spiel auf jeden Fall. Also das Minispiel war auch grandios. So, was kann man hier noch machen? Wieder irgendein... Ach Gott, ein neues Spiel. Ich will gar nicht wissen, wie es zu spielen geht, weil wir wahrscheinlich eh nur klicken müssen. Ach du Scheiße, Mathe. Plus. Nix. Ne, Quatsch. Minus. Heilige Mutter Maria. 6 plus... Warum muss ich so einen Scheiß spielen? Okay. Geteilt. Wie lange denn noch? Oh, jetzt kann man noch klammern. Ey, da habe ich keine Lust. Das ist 46 plus... Ja, okay, das hätte man auch so machen können eigentlich. Plus... Ne, Minus. Ich mache jetzt einfach nur Raten. Das ist wahrscheinlich mal... das ist wahrscheinlich auch mal. Das ist plus. Ich denke mal, das ist mal. Nee, doch nicht. Haben wir verkackt. Ach, egal. Ist ja schon vorbei. Das tut mir aber leid. 1500 Punkte haben wir. Was heißt das jetzt? Oh, wir haben eine Aufgabe erfüllt. Ist ja episch. Aber haben wir die jetzt auch noch? So, es ist jede Menge Post zum Dream Karneval unterwegs. Macht's dir aus, zu helfen, bitte? Naja, eigentlich schon, aber ja, wenn die Bezahlung stimmt, geht alles, ne? So, was ist das? Little Twin Stars, Letter Express. Geil. Oh, jetzt brauchen wir die Maus. Super. Okay. Ah, okay. Ich denke, das ist ganz okay. Wir machen gerade das Schwerste. Ach, wir müssen... Hä? Ich verstehe das gerade nicht. Ach, so. Ja, super. Das ist ja voll schwer. Alter. Was sind das für... Na, gut. Gut, man darf sie halt nicht verklicken. Ach, Kacke. Nein! Oh Mann, so schnell wollte es doch... So, jetzt aber. Jetzt gibt's powerful, ey. Man verklickt sie halt manchmal, muss man so mal so sagen. Weil man gleichzeitig noch redet. Aber ist echt schon ein Traumspiel. Ich will mal wissen, wie das in der ersten Schwierigkeitsstufe gewesen wäre. Scheiße. Nein, wieder zu schnell geklickt, ey. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, gleich ist die Zeit aber auch scheiße. Gleich ist die Zeit aber auch um. Haben wir es geschafft? Fail? Alter, wie viele Punkte müssen wir denn schaffen? Wir waren doch schon voll schnell. Oh, haben wir es jetzt nicht geschafft. So, wieder in die Mitte tun. So. Ja, ich weiß, wie man spielt. Dann machen wir halt nur einen. Scheiße. Langsam wird jetzt meine Konzentration auch nach, weil mir ist es wirklich... Alter. Weil es ist nicht wirklich früh. Ich bin schon total müde.
Aber ich nehme auch immer so spät auf. Ich weiß selber nicht warum. Es hat sich einfach eingebürgert. Also ganz ehrlich, wer spielt sowas? Ja, okay, das macht noch einigermaßen sogar Spaß. Aber wenn wir da mit unserer Hello Kitty-Tante da rumturnt, das ist einfach nur schrecklich. Ach, nein. Nein, warum tust du mir das an? Oh, mir ging sogar Minuspunkt, Alter. Also ganz ehrlich, wenn man nicht redet, dann ist es, denke ich mal, leichter. Aber ich kann jetzt auch eine Minute lang nichts reden. Also ich kann es nicht tun, weil es einfach scheiße wäre. Dann würde auch keiner zuschauen. Ich wundere mich, wenn ihr jetzt noch dabei seid, ey. Ganz ehrlich, jetzt schon abgeschaltet. Obwohl, meine Kommentare sind ganz episch. Alter, sind ganz episch zu diesem Spiel, muss man mal so sagen. So, aber die 1000 müssen wir noch schaffen. Warum haben wir so viel Zeit? Ich will nicht so viel Zeit haben. Scheiße. Das war bestimmt 1,5 Minuten oder sogar 2. Ja, perfekt. Ja, Alter. Das sind halt epische Skills, ne? Epische Skills. Alter, dieses Geräusch. Jetzt haben wir 117 Mal das gleiche Geräusch gehört. Drü, 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 drü. Oh, ich muss ein bisschen leise sein, sonst kommt die Nachbarin runter. Das wäre nicht so toll. So, try again. Ich habe doch keine Ahnung, was das für ein Spiel überhaupt ist. Man muss einfach nur draufhauen. Oder einfach nur draufklicken. So. Aber wir müssen... Ach so. Aber das ist nicht leicht, ne? Das ist nicht leicht. Ach, man kann es auch überspringen, ja, das ist gut. So, was ist denn jetzt treffen? Den da, oder? Was ist da jetzt von uns? Alter, wenn es jemand traf, ey, dann herzlichen Glückwunsch, ey, ohne Kack. Der Winner ist Chuchutato. Download-Paket komplett. London P4. Möchtest du das Paket jetzt entpacken? Ich drücke jetzt einfach auf Ja. Jetzt entpacke das dann noch auf meine schöne Festplatte. Oh, es gibt Frame-Anbrüche pur. Dann entpacken wir schneller. Na super, ich hoffe, die Aufnahme kackt nicht ab. So, wir laufen hier mal ein rum. Ach, kann ich gar nicht. Doch, kann ich. Ja, dann packen wir. Ach, das kommt davon, wenn man dieses Spiel installiert, ey. So, jetzt ist aber voll, oder? Jetzt ist aber fertig. Ach, jetzt muss er weitermachen. Ne, jetzt hat's gepasst. Ja, gut. So, wir haben anscheinend wieder nicht geschafft. Dann probieren wir es jetzt noch ein letztes Mal aus. So, wieder in die Mitte tun. Aber wenn ihr dieses Ding nicht seht, dann ist es schon scheiße, oder? Los, hau doch drauf. So, wir müssen es eigentlich getroffen haben. Oder müssen wir die ganze auf den Baseball schlagen? Ich glaube eigentlich schon, oder? Das ist der Sinn der Sache. Gibt es auch kein Tutorial oder so, kein How to Play. Also ich denke, wir müssen es jetzt geschafft haben. Der Winner ist... Wir haben es geschafft, Ja, guck mal an. Das war doch wohl das Richtige. Also, wir haben die Quest jetzt abgeschlossen, oder nicht? Oder nicht? Oder? Was ist denn das Tutorial? Nein, ich beende das Spiel jetzt eh gleich. Ich habe jetzt keine Ahnung, wie lange das war, aber bald ist Dingens. Ah, wir haben es abgeschlossen. Ja, jetzt haben wir es abgeschlossen. So. Vielen Dank für die Hilfe, kein Problem. So. Keine Ahnung, was wir jetzt bekommen haben. Interessiert mich ja auch eigentlich einen Streck. To Atrons are there. Gehen wir mal hin. Einfach mal ein bisschen mehr aus der Welt zu zeigen. Gott, was ist denn jetzt? Sieht doch genauso aus. Es sieht wirklich 1A genauso aus. Außer, dass das so ein neuer Typ ist. Da ist sogar wieder Daniel. Was ist denn das für ein Spiel? Fantastic, you are the Minigame Master. Oh mein Gott. Alter, wir haben hawaiianische Shorts. Ist ja richtig fett. Da freue ich mich jetzt voll. Aber wir haben immer noch nicht die Quest abgeschlossen, oder was? Alter.
Wie oft muss ich denn auf OK drücken? So, wie kann man denn ins Inventar? So. So, verändern wir. Ah, wir verändern sogar das Aussehen. Eigentlich nicht von dem Spiel erwartet, ehrlich gesagt. So, was ist denn das? Das hat man ja schon, aber damit kann man nichts anfangen. Na, nicht ins Wasser springen. Obwohl ich mir das wünschen würde. Da, 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 da. So, was denn machen? Was machen die jetzt hier? Was machen? Ein Guardian-Roboter. Sei gesüßt, kohlenstoffbasierter Abenteurer. Ich bin Robotor. Meine Aufgabe wird sein, dich im angewiesenen Areal herumzuführen. Außerdem wurde ich darauf programmiert, Boogie zu tanzen. Alles klar. Oh, jetzt steht da nichts mehr. Ich würde dich gern mitnehmen. Oder, nichts schon wieder. Nicht schon wieder, ganz ehrlich. Die Spieler können sich so davon Strom bleiben, ey. So, möchtest du wirklich Dream Carnival betreten? Ja, ich denke schon. Ah, wir sind draußen. Wir sind draußen aus der Hölle. So. Ja, ich möchte einfach mal dahin. Ich habe keine Ahnung, was es auf sich ist. Ich weiß immer noch nicht, was es für ein Spiel ist. Ist es jetzt ein Rollenspiel? Weil da gibt es einen Chat. Oder ich schlafe mal was. Hallo Leute, jemand da? Ich glaube ja irgendwie nicht. Wie finanzieren sich denn die Server? Da muss doch irgendwo jemand sein. Ich laufe da nur nicht da durch, so mal 2 Minuten. Oh, da ist sogar eine. Das ist ja unfassbar. Okay, doch nicht. Das sah so spielermäßig aus. Was sind das da oben eigentlich? Also ich habe mit einem Rollenspiel gerechnet, muss man mal einfach so sagen. Area Station. Gehen wir mal hin. Alter, ich schaue jetzt schon sekündlich auf die Uhr, damit es endlich 2 Uhr ist. Dann habe ich wenigstens schon mal 20 Minuten oder so 25 Minuten aufgenommen. Jetzt sind wir schon wieder da. Warum sind wir jetzt schon wieder hier, Alter? Was ist denn das für eine Scheiße? Was ist denn für eine miese Scheiße? Was ist das denn für ein Spiel? Nein, möchte ich nicht. Obwohl, da war man nicht. Wir gehen jetzt einfach mal da lang. Wobei ich glaube, dass wir da als erstes reingegangen sind. Ne. Jetzt sind wir Kiki. Ne, das ist wahrscheinlich auch irgend so eine komische Tante von dem Spiel. Also der ganze Dingens, die ganzen 2 GB strecken sich nur auf diese eine Map. Und 3 Minispiele. Ist doch jetzt ein schlechter Scherz, oder? Und der patcht dann noch weiter. Alter, ich lösche das Spiel sofort, wenn ich jetzt auf F9 drücke, ey, um gleich 2 Uhr. Da waren wir doch auch schon. Alter. Also wer das Spiel auch spielen möchte, gebt einfach mal Hello Kitty Online ein. Ihr kommt dann auf so einer total seriösen Seite. Und die Seite ist wirklich seriöser als das Spiel. Dann könnt ihr euch mal das Spiel downloaden, wenn ihr auch mal sehen wollt. Oder vielleicht stellt ihr euch sogar besser an. Postet es dann mal als Videoantwort, wenn ihr Lust habt. Nein, möchte ich jetzt diesmal nicht. Nein, da waren wir doch auch schon, oder? Dann gehen wir mal nach Paris. Oh, das sieht... Nee, das sieht genauso aus. Welcome. Naja, okay. Sind das... Das kann ich gar nicht hin. Ach, du Scheiße. Wir haben jetzt eigentlich 2 Uhr, die können jetzt schon aufhören. Können wir die killen? Petting or feeding? Peeting. Du bist so weit entfernt. Alter, was ist das für ein pädophilen Game? Das ist doch echt unfassbar. Also ganz ehrlich. Ne. Oh, da ist noch eine Quest. Ach, natürlich, jetzt muss man wieder das durchklicken. Okay. Ich will das jetzt nicht durchlesen. Was müssen wir denn machen? Visiten? Naja, das machen wir jetzt nicht mehr. Also mich wundert es wirklich nicht, dass wir keinen einzigen richtigen Spieler sehen. Und wenn, dann verstehe ich nicht warum. Weil ganz ehrlich, also ich drücke jetzt mal auf Escape. Ne, geht gar nicht. Das Spiel kann man nicht mal schließen, ist ja unfassbar. Auf jeden Fall beende ich das Let's Test, Let's Trash hier. Und naja, das war's dann mit dem
100 Abonnenten Special, wenn man es als 100 Abonnenten Special sehen kann. Also ich würde mich dann mal bei allen bedanken, die mich abonniert haben. Ich glaube, jetzt sind sogar inzwischen 103 Leute oder 102 oder ich weiß es gar nicht mehr so genau. Vielen Dank an alle Leute, auf jeden Fall. Finde ich richtig cool, dass ihr auf diesen Abonnieren-Button geklickt habt und es freut mich einfach, es freut mich wirklich, dass euch meine Videos gefallen, wenn sie euch denn gefallen tun, wenn ihr nicht einfach auf Abonnieren geklickt habt oder wenn nicht einfach der Millennium 100 Accounts erstellt hat und auf Abonnieren geklickt hat, dann freut es mich natürlich, aber ganz ehrlich, das Spiel ist unspielbar und ich verstehe nicht, wer das durchsuchtet. Also, ne. Wirklich nicht. Also dann, ich verabschiede mich jetzt bei euch und mal gucken, wie ich das mit der Wende mache, ob ich es noch irgendwie gestalte oder es einfach so raussah, weil das ist mir jetzt eigentlich scheißegal. Dem Spiel will ich jetzt meine Aufmerksamkeit zugutekommen. Und deshalb, naja, wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es heißt Hello Kitty Online. Nein, natürlich nicht. Irgendein anderes Spiel. Vielleicht gibt es noch ein anderes Trash-Game, was ich habe. Vielleicht mache ich mal so eine Let's Trash-Dingens da. Wollen wir ein paar Trash-Games spielen? Weil ich kenne da eine Menge Trash-Games, auf jeden Fall, ey. Ich kenne da locker 30 Stück, die wir spielen können. Aber naja, so viel zu Hello Kitty Online. Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.